Yeah, Leute, willkommen wieder zurück zu Star Fox Adventures. Wir haben jetzt der Earthwalker-Königin genügend weiße Flitzpilze gebracht und jetzt hat sie uns auch mal erzählt, was hier Sache ist. Also General Scales war so fies und hat die vier Ahnensteine gestohlen. Die sind nämlich wichtig, dass der Planet nicht auseinanderfällt, wegen der ganzen magischen Energie, die da drin steckt. Und das heißt, Fox muss jetzt zu den abgesplitterten Teilen des Planeten im Orbit gelangen und dort die vier Ahnensteine wieder zurückbringen. Und hier in der Snowhorn-Tundra befindet sich gleich hier vorne der Torwächter Garunda T für die Schwarzeismine. Den müssen wir jetzt retten. Der ruft schon um Hilfe. The Sharpclaw have imprisoned me in this infernal cave. If you can bring me Frostweeds, I'll be strong enough to get myself out. Perhaps the young prince can help you. Hurry, boy! So, das Problem ist jetzt nur, dass hier ständig Sharpclaw nachkommen. Das hört einfach nicht auf. Zack. So. Ja, da kommen schon die nächsten. Na, komm her. Und tschüss. So, eigentlich muss ich hier zu dem Baum hingehen. So, Mann, lasst ihr mich mal in Ruhe. So, die werden jetzt ignoriert. Ich muss hier einmal gegen den Baum schlagen. So, und Tricky gebe ich dann das Suchkommando. Der treibt dann eigentlich die Frostbüschel hin zu dem Loch, wo Garunda T drin ist. Die Sharpie soll mich eigentlich nur daran hindern. So, seht ihr? Er hat jetzt schon ein bisschen Energie bekommen. Zack. Und tschüss. Das Blöde ist, hier kommen ja wirklich ständig neue. So, such. So, Tricky macht das schon. Eben, hab abgewehrt. So, na, gleich haben wir es geschafft. Und zack. Ah, the young prince! Who is this with you? This is my friend Fox McCloud. My mother sent us to find you. Well, I am Garunda T, Spellstone Gatekeeper of Dark Eyes Mine. We're looking for a spellstone. A spellstone? It is my duty as a gatekeeper to guard the land from which a spellstone is forged. General Scales took the spellstone and discovered that I was a gatekeeper. He gave me an ultimatum. Allow him to take the spellstone back into the sacred land, or he would destroy my tribe. I could not risk the safety of the entire planet, so I refused to help. My daughter did not think this way, and so to save the tribe, she opened the gateway herself. Scales did not destroy my tribe. He enslaved them instead. My daughter dishonored me. You must search for the spellstone within Dark Ice Mines and return it to the Volcano Fourth Point Temple. Only then will the spellstone's power be returned. I will open the gateway. Hey Fox, du erkennst auf Peppys Dinosaur Planet Karte, wo es als nächstes hingeht. So, das habe ich ja noch gar nicht gezeigt. Also die drei Typen hier, ne, General Pepper, Slippy und Peppy, haben unterschiedliche Funktionen. Ja, bei General Pepper kann ich meinen Status checken, Slippy gibt mir halt Tipps und bei Peppy kann ich mir die Weltkarte angucken. Peppy hier! I'll display the world map. Ja, ihr seht ja, Snowhorn-Tundra, da bin ich gerade und ich muss aber wieder zu dem Symbol da zurück, hier zum Torntail-Tal. Flashing dots show where you need to go next. Ja, ist klar. Und Scanners indicate that this is your current position. So, ich glaube, das hier links oben, das sind die Schwarzeisminen.
Und da müssen wir jetzt eben hin. I hope my information is helping you, Fox. Peppy, signing off. Okay, alles klar. Gut. Irgendwie eine traurige Geschichte, oder? Also, na klar, der ruht sich jetzt erstmal aus, ne? Das Ganze erschöpft und so. Okay. Ja, dann zurück ins Thorntail-Tal. Jedes Mal diese verdammten, nervigen Feuerfledermäuse. So, ich brauche unbedingt noch mehr Magiekristalle, genau. Habe ja zum Glück im Thorntail-Tal eine zweite Höhle gefunden, wo ich wieder den Stabmagiemeter verlängern konnte. So, jetzt muss ich halt leider hier nochmal das hier machen. So, Sitz. Das ist etwas, was vielleicht ein bisschen nervt mit der Zeit. Jedes Mal, wenn wir hier durch wollen, müssen wir immer die Strömung umdrehen. Und zwar hier. Zack. So. So, Fuß. Schön brav mitkommen. So, da sind wir wieder im Thorntail-Tal. Okay. So, und jetzt werdet ihr gleich sehen, dass es gut ist, dass ich jetzt schon ziemlich viele Energiezellen habe, weil die brauche ich eben nämlich, um überhaupt zu diesen Gebieten im Orbit hinzukommen. Unter anderem eben die Schwarzesminen. So, ich könnte eine kleine Sache jetzt schon erledigen, auch wenn ich das später machen kann. Mann, verpiss dich. So. Das sind so ätzend. Zwar hier unten gibt es für später einen Weg, den ich mit einer Bombenspur mal freilegen kann. Und zwar hier. Das mache ich einfach jetzt schon, aber ich es später nicht mehr machen. So. Und zack, boom. So. Hier können wir nämlich das Thorntail-Tal in eine ganz andere Richtung verlassen, aber das ist im Moment noch egal. Ich habe jetzt einfach mal nur so just for fun hier mal den Weg schon freigelegt. So, jetzt muss ich eigentlich zu meinem R-Wing hier drüben irgendwo, war der ja, da vorne. So, komm, wir brauchen die Magie bitte voll. Dankeschön. Karte von den Schwarzen Minen habe ich mir auch schon gekauft, also alles kein Problem. Was ja irgendwie blöd ist, jetzt habe ich so viele Pisa. Ich meine, ich kann ja leider keine weiteren tragen. Jetzt seht ihr hier schon wieder Sharpclaw, wo kommen denn die her? Ich dachte, die haben sich zurückgezogen, denkste. Komm mal her! Und zack, ey, voll in die Nüsse! Falls die sowas überhaupt haben! Zack! Und weg ist er! So, ich glaube, ich kaufe mir doch noch ein paar Sachen. Einfach damit ich Pesa ausgeben kann, weil ich werde garantiert welche in den Schwarzen Minen finden und dann ist es ja irgendwie doof, wenn ich die gar nicht mehr mitnehmen kann, weil bis ich den mittelgroßen Pesa-Beutel bekomme, wird es noch ein Weilchen dauern. So, Hallöchen, lange nicht gesehen, hm? So, ich glaube, ich kaufe mir mal einfach so hier für 15 Pesa Tricky's Ball. So, den muss man noch nicht mal kaufen, das Spiel durchzuspielen. Der ist einfach wirklich mehr so ein Spaßgegenstand, aber ich kaufe ihn trotzdem, der Komplettheit halber. Okay, I'll sell it to you. Das ist Tricky's Ball. Er kommt nur in bestimmten Gegenden zum Einsatz. Tricky sagt dir, wann er damit spielen möchte. Wenn du lange und oft genug mit ihm spielst, hat er eine Überraschung für dich. Ja, so großartig ist die Überraschung jetzt auch wieder nicht, aber egal. So, und hier haben wir eine Karte. Capture-Karte, da kommen wir zwar wesentlich später hin, aber egal. You pay this much. Ist das sicher? Ich zahle vielleicht nur 4, aber ich bin mir nicht so und zahle wirklich 5. Okay, I'll sell it to you. So, das ist die Capclaw-Karte. Ich könnte theoretisch schon von allen anderen Gebieten die Karten schon kaufen.
So, hier hinten hat er zum Beispiel noch die Arkor-Quellkarte, das ist der andere von den beiden Quelltempeln. Das ist aber der, wo wir erst später hinkommen. You pay this much. Okay. Okay, I'll sell it to you. Das ist die Aquaquellkarte. So, und was hat er jetzt noch hier in der Ecke? Ach, die Drachenfelskarte. Buh, nee, das ist das letzte Gebiet. Also, nee, das ist dabei noch egal. Okay, gut, das reicht. 20 habe ich jetzt noch über, das ist okay. Habe ich noch ein bisschen ein Finanzpolster. Das reicht erstmal. So, aber jetzt fliegen wir auf direktem Wege zu den Schwarzeisminen. So, die Energiezellen reichen für den Flug zu den Schwarzeisminen. Drücke A für den Abflug zum Orbit und zur Auswahl einer neuen Mission. Drücke B, wenn du auf deiner Supplende bleiben möchtest. Also ich glaube, für die Schwarzeisminen brauchte man sogar mindestens nur 5 Energiezellen. Ich habe 25, also können wir abheben. So, und zwar haben wir die Schwarzeisminen gleich hier. Snowhorn tribes are in great danger. General Scales has enslaved them to work in the Dark Ice Mine. If you can locate the gatekeeper's daughter, she will be able to help you. Free the Snowhorn by finding that spellstone. It's up to you, Fox. Let me out. Alles klar. Na dann los. So, wir müssen natürlich erstmal hinfliegen. Und diesmal müssen wir schon durch mindestens 3 Goldringe fliegen. Das ist ein Silberring, der füllt nur Lebensenergie auf. So, stärkerer Laser. I'm a firing my laser. So, ich hab eh schon... Ah, okay, ich habe jetzt 2 Goldringe verpasst, aber ist ja wurscht. Also wenn man mehr Goldringe sammelt als übel, als notwendig ist, dann ist das einfach nur für einen Highscore. Das ist jetzt nicht so schlimm. So. Turbo! Und boom. So, und wir sind schon da. Okay Leute, da sind wir jetzt in den Schwarzeisminen und hier gibt es sogar ein kleines Lava-Gebiet, also einen ganzen kleinen Lava-Bereich. Der ist aber nicht wirklich sehr groß. Ach, hier gibt es immer wieder diese Mistviecher. So, erstmal einfach hier ganz normal dem Weg folgen und auf die Feuerkugeln aufpassen. Ja. Sag dir doch aufpassen, Mensch! Wo läufst du denn lang, Fox? Vorsichtig. Okay, das war Fail. So, jetzt bin ich wieder hier. Sorry, ich sehe hier gerade ein bisschen wenig, weil das hier wirklich... kommt mir doch ein bisschen dunkel vor. So, spring! Dankeschön. Muss doch einfach nur geradeaus gehen.
Dummkopf. So. Na, up. Vorsicht. So, aber jetzt. So, und hier sind natürlich überall Sharp Claws. Und den werden wir gleich mal überraschen. Kuckuck. Oh Mann. Du Arsch. Verdammtes, dreckiges Mist. Geh mir so auf die Nerven. Die sind ja hier leider überall. So, und hier sind die Snowhorn, die hierher gebracht worden sind. Wohl gut hergebracht? Ja schon, die wurden schon hergebracht, aber ich glaube ja eher, dass das so war, dass bevor dieses Gebiet hier sich vom Planeten losgelöst hat, dass die schon natürlich alle hier waren. Jetzt ist hier noch so ein Penner. So, komm her. Ja, die machen immer so einen Boden vor. Jetzt angriff, das sollte man lieber abblocken. Und voll in die Nüsse. So. Die sind ja so viele. Ich werde mich mal kurz mit denen unterhalten. General Skills brachte den Arnstein in die Minen. Ist das so, ja? Na, das ist ja noch ein weiter Weg bis dorthin. Könntest du mich bitte befreien? Ja, der Snowhorn hier, der hängt hier fest. Da brauchen wir aber einen Schlüssel für die Fußfessel. So, Energie ist wieder voll. Ja, die tun mir richtig leid, diese Snowhorn. General Skills brachte den Anschein in die Mine. Achso, du sagst genau dasselbe wie dein Kumpel da drüben. Lass mich raten, du sagst dann auch dasselbe? General Skills brachte den Anschein in die Mine. Ja, ja, danke, dass ihr mir das dreimal sagt. Und sind diese kleineren Viecher von diesen komischen, ekligen Mistviechern. So, wir können im Moment gerade mal nur hier hinein, wenn Tricky hier gräbt. Find. Na, ganz toll, da sind ja noch mehr Sharpclaw. So, wer will aufs Maul? Du? Bitteschön. Zack. Und tschüss, Mann. So, next one, please. Abgewehrt. Und take this. So, seht mal, hier war ein Rotsiegeltor. Dadurch, dass ich die zwei hier besiegt habe, ist das aufgegangen. So, und was haben wir jetzt hier? Hier ist ein Behälter. Ein verdächtiger Behälter. Was ist da drin? Zeig es mir, Fox. Das ist ein Schellenschlüssel. Öffne damit die Fußfessel des Snowhorn. Jo, da wurde jetzt der Text angezeigt, bevor Fox den Schlüssel hochgehalten hat. Naja, ist auch wurscht. Gut. So, Pilze, wohl, warte mal, füttern wir wieder kurz. So, und wieder 15 Bläuflitzpilze, mehr geht ja leider nicht. Mensch, wo ist denn jetzt hier der Ausgang? Mensch, hier ist echt ein bisschen dunkel. Kommt auch davon, wenn man ein bisschen tiefer sitzt beim Aufnehmen, ist nicht immer so einfach. So, wieso ist jetzt eigentlich mein Inferis nicht mehr auf Y? Was soll das? So, dann befreien wir dich mal. Ja, ich wollte doch gerade. Hallo? Achso, da muss erstmal das C eingeblendet werden. Dann geht's. So, Fessel lösen. Thank you for releasing me. If you're heading down into the mine, then please look out for Belina Tay, the gatekeeper's daughter. She didn't mean to get us into this mess by telling Scales about the spellstone. She did what she thought was right. Please help her. Okay, lady. I'll keep a lookout for her. This might be of use to you. I found it while I was working. It looked important, so I hid it from the sharp claws. Das ist ein Brückenzahnrad. Wenn du die Maschinerie findest, zu der das Rad passt, öffnest du damit einen neuen Weg. Alles klar. Ja, ich habe mir fast gedacht, dass B
Belina T. das nicht böse gemeint hat. Sie wollte halt den Stamm schützen, aber das ging halt irgendwie nach hinten los. Okay. Also ihr seht, das geht alles laut Karte noch bis ganz dort hinten hin und selbst das ist nur ein kleiner Abschnitt. Also die Minen selber haben eine eigene Karte. So, also seht mal, hier unten müssen wir das Brückenzahnrad einsetzen. So, Moment, ich muss hier irgendwie runter. So. Genau, hier gehört es hin. So, Zahnrad einsetzen. Ah, genau, und jetzt einfach noch hier den Hebel ziehen. Zieh den Hebel, Kronk! Okay, das war zum Glück auch der richtige. So, und die Brücke fährt sich aus. Sehr schön. Okay. Ja, Bad Guy. So, was hast du jetzt davon? Ja, er hat gerade gesagt, Let's Play. Nicht, weil das ein Let's Play ist, sondern weil er eigentlich Lust hätte zu spielen. Und wie gesagt, wenn er das sagt, dann kann man ihm auch ruhig mal seinen Ball werfen. So, hier, Ballspiel. Schwupps. So, na komm, hol den Ball. So, und er bringt ihn sogar wie ein Hund. Ist irgendwie voll niedlich. Wie gesagt, wenn man damit jetzt ein paar Mal spielt, dann... Wow, warum bist du schon wieder hergekommen, ihr Missgeburt? Ist einfach mal voll aus dem Schnee gespawnt, ey, was soll denn das? Richtig fies und... Oh mein Gott, hier rollen fiese, riesige Steine lang. Das ist nicht so gut, aber ich muss hier trotzdem erstmal vorbei. Vorsichtigerweise kann ich mich ja zum Glück auch mit meinem Schutzschild schützen. Weil hier ist nämlich was. Also, verdammt, hier ist eine Eiswand. Ganz vergessen. Dann wieder zurück. Das geht nämlich noch nicht. Noch nicht, wohlgemerkt. Ganz vergessen, ich muss jetzt erst zu jemandem hingehen. So, komm, Tricky Fuß. Das ist hier schon wieder hier. Aua. Mistvieh. Das ist etwas, was mich vielleicht ein bisschen an dem Spiel stört, dass die Gegner relativ rasch wieder zurückkommen. Finde ich ein bisschen schade und... Oh, hey, was macht ihr denn da? Lasst ihn in Ruhe! Was soll das? Könnt ihr den Arm hier so quälen und verbrühlen? Erwarte. So, wie gefällt dir das? So, und du auch. Na los, komm her. Und tschüss. I am forever in your debt. I see your little friend has yet to learn his flame command. Go on, youngster. Give it a go. If I wasn't so exhausted, I could help you through the main gates. I need some food. Ich finde das so genial, dass Tricky auf einmal Feuer speien kann, wie so ein kleiner Drache. Ich meine, welcher normale Dinosaurier kann denn Feuer spucken? Eigentlich ja, ne? Keiner. Und so vom Aussehen her erinnert er an einen Triceratops. Die konnten kein Feuer spucken, aber das ist ein Videospiel, also ist es auch egal. Okay. Gut, Leute, ich würde aber vorschlagen, wir werden erst im nächsten Part etwas zu essen für den Snowhund hier finden. Und dann wird er uns hoffentlich... Seht ihr, jetzt ist dieses Vieh schon wieder da. Mann, ey, hau doch mal ab. Kann man nur so hässlich sein. So, unglaublich. So, dann gehen wir lieber hier hin. Hier sind wir ein bisschen mehr in Sicherheit. Also, danke wieder einmal fürs Zusehen und im nächsten Part... geht's weiter in den Schwarzeismine, oder besser gesagt noch im Bereich außerhalb der eigentlichen Mine, weil die liegen ja ein bisschen tiefer unter uns. Und da kommen wir so gesehen leider noch nicht hin. Okay, also, bis zum nächsten Mal bei Star Fox Adventures. Macht's gut, Leute. Ciao.